Ja, aber es geht auf jeden Fall. Also man kann hier schachtechnisch noch durchlaufen. Okay. Also, pass auf. Jetzt weiß ich nicht, wie, wenn ich das baue, ob das dann immer noch geht. Also, wir kommen hier theoretisch mit einem Schacht rein. Das machen wir dann, wenn es soweit ist, machen wir das nochmal neu. Aber jetzt bis jetzt ist es okay erstmal. So. Und das geht jetzt hier weiter. In die Verteilung. Und das Ding hier biegt aber hier wieder ab, weil das gibt ja dann sozusagen die, die Gürtel für Code Blue wieder aus, die er eingelegt hatte. So ist meine Idee zumindest. Das heißt, Code Blue schmeißt hier seinen Gürtel rein. Wir sagen, der Ausgabe oder die Ausgabe hier gibt den wieder aus und lässt ihn zurückgehen. Wenn ich Strom vorbeisetze, ja okay, wenn Strom, dann müssten wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen erweitern. Ne? Also wir haben, dann bräuchten da noch ein bisschen mehr Platz. Damit wir da den Gang ein bisschen, zumindest am Sorter ein bisschen mehr Platz haben. Gut. Schalte den Sorter vorher ein. Ja, das ist jetzt nur als Idee, damit ich jetzt überlegen kann, wie ich das machen möchte. Wir müssen das eher anders machen und Platz brauchen wir sowieso einen anderen nochmal. Gut, das war der Teil. Das heißt, alles, was jetzt Belt ist, kommt wieder raus. Markus schenkt einen Sub an Fieser Freezer und der ist damit im 6. Monat. Vielen lieben Dank, Markus, für den Verschenken, ey. Vielen Dank. So, die rechte Seite ist die Whitelist. Das heißt, hier, also rechts von hinten, ja, von vorne wahrscheinlich, so. Das heißt, rechts ist die, das Ding, was raus soll. So. Das heißt, wenn ich sage, hier sollen Gürtel aussortiert werden, die werden dann hier rausgeliefert und werden hier dann quasi zu Code Blue zurückgepackt. Ja, dass er die wieder bekommt, wenn er sie reingeschmissen hat. Das heißt, alles, was danach drin ist, das Eis, das und so weiter, das geht jetzt hier quasi in dieser Röhre weiter. Und dann würden wir hergehen und würden den nächsten Sorter einsetzen. Oder auch einfach am Boden schmeißen. Ja, beides wichtig. So, wobei das macht am Boden eigentlich irgendwie mehr Eindruck, ne? So ein Ding. Wie haben wir das hier gebaut? So. Da komme ich auch noch vorbei. Dann machen wir das, reißen wir das mal hier oben wieder weg. Das schaut doof aus, wenn das so oben hängt. Keine Ahnung, ob das das ist. Mit Sicherheit mit dem Akkuschrauber wieder zu erledigen. Gut. Okay. So. Im Grunde musst du die Erze durchlassen rechts. Und das reicht vom Platz nicht. Ja, okay. Ja, das schauen wir jetzt einfach mal. Das schauen wir jetzt einfach mal, wie es rausgeht. Ich finde das schon raus. Das muss ja auch für mich passen. Ja. Und ich muss ja jetzt erstmal, ich wusste ja gar nicht, wie die Dinger vorher aussehen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gebaut, wie ich mir dachte, aber im Prinzip, es ist jetzt gar nicht mal so dramatisch, außer dass wir ein bisschen mehr Platz bräuchten. Platz wäre hier schon nett. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz, das heißt, wir müssen die Wand hier nochmal aufreißen, haben aber auch genug Zeug dabei, um das machen zu können, das muss man dazu sagen. Okay. Ist nicht alle durchgesucht. So. Das heißt, wir bauen im Zweifel den ein bisschen weiter nach hinten, damit ich nicht die erste Reihe hier wegreißen muss. So, ich muss ja im Prinzip auch nur zwei hier, glaube ich, aufmachen. Aber wir machen einfach sicherheitshalber ein bisschen mehr auf. So, dann können wir das nochmal ganz kurz hier reinpacken.
So, müsste alles sein. Dann nehmen wir den hier. Und machen hier einfach mehr Platz rein. Ich wollte den Raum halt ein bisschen kleiner halten, damit wir den nicht so hart entlüften müssen. Weil je größer das Volumen des Raums ist, desto länger dauert das halt einfach, bis das hier mal irgendwann zum Vakuum wird. Und das dann auch richtig funktionieren kann. Ja, das Großdenken bin ich ja normalerweise Riesenfan von, das wisst ihr ja. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist oft, dass gerade bei sowas hast du das Problem, am Ende des Tages, du kriegst einfach logistisches Problem. Du wirst irgendwann einfach das Problem haben, dass es beispielsweise ewig dauert. Und ich meine, du könntest natürlich 5 Active Vents hier reinprügeln, aber das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Das muss mit einem halt auch in aller Ruhe und Gemütlichkeit gehen. Das dauert aber halt ein bisschen. Und ja genau. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir endgültig alles leer gemacht. Ganz schnell schauen, dass wir das zukriegen. So, dann mache ich jetzt hier nochmal schnell Gestell hin. So. Merch wurde heute versendet aus dem Shop. Freitag bestellt. Mal sehen, sollte morgen oder übermorgen schon da sein. Ey, ich bin mega gespannt. Hordi, wie gesagt, wenn du es bekommst, ich würde mich freuen, wenn du das im Discord reinstellst. Weil ich mir einfach, ich bin da selber sehr gespannt. Ich bin da super gespannt, wie das am Ende des Tages dann auch bei euch ankommt und ob das alles so ist, wie ihr euch das wünscht. Das wäre mir natürlich total, total lieb, wenn das so wäre, aber das weiß ich halt nicht. Ne? Und ich freue mich dann auch, wenn ich von euch sehe, dass das alles super sauber angekommen ist. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht schon wieder aufgraben. Weil so kriegen wir die Temperatur auch aus der Base, ne? So. So, und dann hier nochmal ein bisschen Farbe ran. Ja, Pazzi will das so. Okay, Party. Ich bin gerade ein wenig frustriert, warum die Luftschleuse nicht funktioniert. Reiß das Steuerelement einfach nochmal komplett ab und baue es neu auf. Das war bei mir so oft schon der Fehler. Und ich ärgere mich da jedes Mal drüber, dass ich nicht das Ding einfach 5 Minuten vorher abgerissen habe. Reiß ich das mal ab. Reiß es einfach runter. Manchmal ist die einfachste Lösung tatsächlich, das ganze Scheißding abzureißen und neu zu machen. So, wir haben hier das Saftkabel. Das lege ich gleich mal rein, lassen wir das wissen. Okay, Saft ist da, theoretisch zumindest. Es muss dann auch noch die Leitung vorgelegt werden. Aber im Großen und Ganzen kommt hier dann die Tubes raus. Ihr habt gesagt von dem Ding, dieses Teil hier ist die Whitelist. Steht das hier irgendwo? Oder weiß man das halt einfach? Weil hier ist der... Nee, warte mal, ich will da keinen Input reintun. So, hier kommt das rein, sortiert Einlass. Oder kann ich das einstellen, welcher Teil ausgibt? Oder steht das hier irgendwo? Nee, ne? Also wenn ich davor stehe, ist links die White, weil vorhin halt... Wirklich? Ist links? Also das hier, wo ich jetzt genau drauf gucke mit dem Punkt, ist das die Whitelist? Aber wenn ich jetzt sage, filter mir aus allem, was reingeht, zum Beispiel Bergbaugürtel raus, dann würden die da rauskommen, richtig? Also, wäre das Ding? Wenn ich jetzt sage, filter mir alles raus, kommt das hier raus und ich muss es wieder zurückgeben. Okay. Ja gut, dann ist das hier...
auf jeden Fall das Ding, was nach oben geht. Und das ist das Ding, was hier geradeaus weitergeht. Nee, Mikro, ich hab die erweiterte Luftsteuerung drinnen. Also Luftschleusensteuerung. Mhm. Aber er möchte, also was ich nicht verstehe, warum er den Druck nicht ausgleichen möchte. Er möchte den Druck nicht ausgleichen, das ist das, was ich nicht verstehe. Ich denke, da wird irgendein Problem an der Leitung sein, Parzibert. Ja, ich gucke nur gerade wo. Wo er mir etwas nicht nehmen wollte. So. Wenn du nichts einstellst, ist es ein Splitter 50-50. Okay. So. So. Also, ich stelle das jetzt so ein, dass er die Bergbaugürtel rausfiltert. Das heißt aber, den ganzen Inhalt der Bergbaugürtel, den lässt er weiter durch, richtig? Weil das ist nämlich die Frage jetzt letzten Endes. Weil da müsste ja eigentlich... Code Blue schmeißt jetzt diesen... diesen Bergbaugürtel da rein. Dann kommt, dann wird alles zerlegt, ja. Und der Bergbaugürtel geht quasi über die Ausgabe wieder zurück zu Code Blue raus und alles andere, was da drin ist, geht weiter. Alles. Alles, was drin war in diesem Belt. Dann filtern wir hier raus und sagen, bitte filter mir aus diesem Filter raus alles, was beispielsweise die ganzen Eissorten filterst du mir hier raus. Wenn du einen Gürtel ausleeren willst, brauchst du einen Unloader. Das heißt, ich muss hier vorne noch einen Unloader hinschrauben, richtig? Warum schmeißt Code Blue seinen Rucksack nicht direkt rein? Auch eine Idee. Rucksack, genau. Dann müsste der Rucksack und die Bells müssten quasi müssten beide geunloadet werden. Okay, Unloader baut mit dem Starter-Kit. Da müssen wir nochmal runter, das müssen wir uns nochmal anschauen. Cosmovi, dankeschön. Herzlich willkommen. So. Wahrscheinlich irgendwas entleer, oder? Zentrifuge. Brauchst aber zwei Unloader? Wirklich? Hm. Window Shutter. Ach, das sind die neuen Dinger, ne? Oh, das ist cool. Ich sehe mein Setup bei YouTube. Okay, dann brauche ich zwei Unloader. Dann müssen wir das noch ein bisschen umbauen. Aber das ist okay. So. Stacker für jeden Container. Jetzt schauen wir mal. Mal erstmal schauen, welches Ding das überhaupt ist. Möbel. Verwehrt er nicht, oder? Was heißt Unloader oder was kommt dem Unloader hier am nächsten? Stacker Kit, ja, aber ich habe das auf Englisch, ne? Stapeleinheit dann wahrscheinlich, oder? Oh, Eisen, wieder Eisen. Sag mal. Wir probieren das mit dem Stacker. So.
Schauen wir mal schnell. Ja, Zappes, ich will aber die, also ich will vorher, bevor ich das, also ich will die Erze ausladen, aber die ganzen Sachen wie jetzt Eis oder Volatiles oder sowas, die will ich aber nochmal auf einen extra Eiscrusher drauflegen. Muss reichen. Schauen wir mal gerade, was ist das? Stapeleinheit? Entladeeinheit. Ah, da ist es. Okay, alles klar. Okay, cool. So. Wäre dann nicht für jedes Erz ein eigener Stacker gut? Später dann mit Sicherheit, ja. Brauchen wir dann auf jeden Fall. Aber dann müssen wir das System hier, glaube ich, nochmal ein bisschen überarbeiten. Weil dann brauche ich ein bisschen mehr Platz hier vorne. Da. Oder ich dürfte es einfach nicht so lang machen. Aber nee, das ist ein bisschen doof, ne? Also ich denke, wenn wir da so anfangen würden, dass das Dingens hier anfängt, ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann haben wir hier vorne ein bisschen Platz. Wo sind jetzt die Kabel hin? Da sind die drin. So. Okay. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Dingens hier an. Dann bauen wir jetzt hier mal die Dinge auf. Also, wir fangen jetzt erstmal an. Ich muss erstmal schauen, wie das überhaupt technisch funktioniert. Also, hier bauen wir eine Entladeeinheit, haben wir gesagt. So. Wissen wir, wie das funktioniert? Oh nein, das wollte ich nicht. Das kriegst du ja nie mehr raus, ne? Okay, dann muss die Verkabelung jetzt mal vorgezogen werden. Knuddelwerner, ja, das mit den Silos, das kommt jetzt schon. Ne? Das ist jetzt momentan noch gar nicht die Prämisse. Das ist die nachfolgende Arbeit. Ja, ich weiß, abreißen und zerlegen, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar, das könnte ich schon durchaus auch machen, aber ich muss ja eh die Kabel verlegen, also von daher ist es ja auch wurscht. Netter Move, ja. Was willst du machen? Was willst du da machen? Was macht Patsy eigentlich? Momentan ist er an der Eingangstür beschäftigt. Mhm. Nach wie vor. Patsy, im Zweifel reiß einfach alles, was drinnen ist, nochmal ab. Hab ich schon. Und dann? Funktioniert noch immer nicht. Das gibt's doch gar nicht. Er startet den Prozess, aber er macht nicht weiter. Das ist ein Problem gerade. Soll ich mal schauen kommen? Nee, ich werde schnell rausfinden. So, wir kommen da eh nicht hin, okay. Verdammt. So. Okay, zurück zum Stacker. Falsch. Das war die Stapeleinheit. Entladeeinheit. Okay. So. Stacker nur für Barren, nicht für Erze. Ja, genau. Das hatten wir eh nicht vor mit dem Stacker. Brauchst viel Platz dann dafür. Für die Silos haben wir unten schon angefangen. Müsstest für den Raum aber eine Pufferbatterie anlegen. Du meinst, dass das immer funktioniert, ne? Ja, ja. Wobei, müssen wir mal gucken, wie wir es machen.
So. Okay. Ich denke mal, wir brauchen da mindestens zwei, habt ihr gesagt. Das heißt, hier muss da irgendwas rein und das muss dann irgendwie hier raus. Das heißt, hier könnten wir dann aus... Warte mal, nee. Da müssten wir jetzt danach einen Sorter bauen. Quatsch, so einen Splitter bauen. Dass wir den Rucksack im Zweifel, wenn Rucksack drin ist, den ausgeben, richtig? Oh, da hängt noch was. Warte mal kurz. Also meine Idee war halt die, dass ich sage, okay, wenn, also angenommen, wir haben jetzt hier, Code Blue schmeißt seinen kompletten Rucksack mit all den Gürteln rein, dann geht der hier sozusagen rein, wird hier in seine Bestandteile zerlegt, dann sind dann alle Gürtel drinnen. Dann lade ich die, müssen die Gürtel quasi in so ein Verteilsystem rein und dann gehen die quasi wieder raus. Blacklist, das kommt da rechts raus. Okay, das ist egal. Mhm. Mach auf dem Sorter eine Whitelist nur für Erze. Der Rucksack wird mitgeschickt. Das ist mir klar. Nee, pass auf. Meine Idee ist anders. Ich demonstriere das jetzt einfach, sonst reden wir aneinander vorbei. Also ich lege das jetzt mal gerade hin, weil das bleibt schon. So, das kann hier rein. Okay. So, ich gehe jetzt her und sage, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Rucksack durch. Und dann gehen wir her und sagen, okay, hier kommt der Rucksack plus alle Gürtel durch. Okay? Und dem sage ich, pass auf, wenn du einen Rucksack findest, schick den Rucksack erstmal gleich zurück. Okay? Ja, aber die Gürtel sind dann einzeln. Ja, genau. Also im Prinzip geht es dann von hier aus weiter. Also Rucksack kommt, Rucksack wird zurückgeschickt. Das heißt, Code Blue kriegt den Rucksack, den er reinschmeißt, erstmal leer wieder raus. So, gleiches Spiel danach. Entlade alle einzelnen Gürtel, die reinkommen. Whitelist für Erze, weil im Rucksack gibt es verschiedene Gürtelsorten. Eventuell Rucksack und Tools. Ja, okay, also es geht ja jetzt erstmal nur um die Technik zu entladen, Zabes. Mir geht es jetzt erstmal primär, ich bin noch einen Schritt weiter vorne. Mir geht es jetzt erstmal darum zu verstehen, wie ich das entlade. Du kannst auch erst die Gürtel entladen. Okay, also ich könnte jetzt hergehen und sagen, hier wird alles zerlegt. Aber warum soll ich beides zurückschicken? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, Konsti. Kannst ja gleich zwei entpacken und dann Rucksack oder Gürtel zurückschicken. Kann man das da einstellen, dass er alles entpackt, was da drin ist? Du kannst zwei Entleerer in Reihe schalten, der Rucksack weitergeschickt, du brauchst dann... Ach so! Jetzt verstehe ich, wo ihr hin wollt. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja. Okay. Also ich könnte jetzt hergehen und sagen, pass auf, du da hier. Hier, so. Gut, das ist jetzt ein bisschen krass, weil das zu nah ist, aber im Prinzip ja, ne? So, dann würde ich jetzt quasi die Sortiereinheit hier hinterschalten. So. Das heißt, es kommt jetzt hier rein. Rucksack mit vielen Gürteln drin. Wird zerlegt. Gürtel und Rucksack gehen weiter. Es kommt hier hin. Rucksack, Gürtel plus die ganzen Erze. Weil die hier entladen werden aus allen Gürteln. Das heißt, aus allen Gürteln wird alles rausgenommen. Im Prinzip kommt ja Code Blue immer mit einem Rucksack voller Bergbaubells. Und schmeißt die komplett rein. Dann sagen wir, so wie es Zappes aber gesagt hat, wir whitelisten nur Erze. Das bedeutet, nur Erze gehen hier weiter. Das bedeutet, hier kommt alles, was nicht Erz ist, wird hier wieder zurückgeschickt. Unter Erz fällt ja im Prinzip alles, was auch Volatiles und so weiter, das ist alles okay, oder?
Okay. Man muss halt aufpassen, dass man sein Tablet oder ein Bohrer nicht drin hat, außer du sortierst die auch aus. Genau das machen wir aber in dem Fall. Wenn du... Ja, ja, das kannst du notfalls auch in den Ofen schicken, die schmelzen da. Erstens Sorter, nur Whitelist, Rucksack und Gürtel. Hier. Okay, erstes Sorter, Whitelist und Rucksack und Gürtel. Also für Rucksack und Gürtel. Die zurückschicken. Alles andere Blacklist. Ja, das ist wie ist Erz, okay? Werden ja nur die Erze gewidelistet. Eis ist Erz. Okay, passt. Wunderbar. Das war die Frage. Das heißt, wir werden quasi alle Erze gehen hier weiter. Jetzt gehen wir her und sagen, pass auf, filter mir bitte alles, was Eis ist, raus. Also Volatiles, Oxide und Wasser am besten. Ja? Und das legen wir dann hier hinten zum Beispiel in den Ice Crusher rein. Und leiten danach alle Erze plus Wasser plus Gas hier durch diese Röhre durch. So ist mein Plan. Die Röhre wird auf jeden Fall auf Vakuum gehalten. Das heißt, hier drin wird auch nie einer mehr reinkommen. Hoffe ich zumindest. Und in dem Vakuum gehen dann die ganzen Erze durch. Und das Eis ist ja dann in dem Moment schon als Gas. Also ist es dann im Prinzip schon verarbeitet. Und Wasser ist mir egal. So. Aber einzeln, sonst kann es sein, dass Bumm macht. Du meinst bei den Gasen? Ich glaube auch, dass man nicht so krass kompliziert. Also ich würde mich jetzt nicht komplett nackig an dem Auswurf machen und alles reinschmeißen, in der Hoffnung, ich finde mal irgendein Tool, das da reinfliegt. Also Cold Blue schmeißt, der hat ja einen Rucksack voll mit Bells. Der schmeißt den ganzen Rucksack rein und fertig ist. Also selbst wenn da mal ein Tablet drin ist, dann hat er das halt weg. Ja, also dann ist es halt blöd gelaufen. Aber ja, ich denke auch, da der Weg des geringsten Widerstands ist da in dem Fall tatsächlich richtig. Da muss man halt aufpassen. Volatiles und Eis wird nicht zu Gas, wenn man es da reinwirft. So. Gase immer trennen. Ja, das. Pass auf, das Ding ist ja das. Wir leiten diese Gase ja auf unser Vorrohr. Vorrohr? Ja? Das Vorrohr wird ja dann in unserer Anlage komplett rausgezogen. Also alles, was Cold Blue sonst noch findet, wird ja quasi dann aus dieser Anlage rausgezunden. Und wird dann eher aufgeteilt. Also das hier kommt ja direkt auf unser Haupt, auf, quasi unten auf die ganze Gasanlage drauf, die alles trennt. Ja? Gase vorm Crusher schon trennen. Vorrohr über 30, bumm. Und, ja gut, aber was also meinst du, dass wir die einzelnen, dass wir Volatiles, Oxide zum Beispiel separat crushen sollten? So meinst du das, Stabal, oder? Die bleiben in Erzform. Oxide und Volatiles, Kira. Dann würde ich noch was machen nach dem Silo, was das Gerät am Ende ausspuckt. Nee, Konzi. Die Silos kommen ganz am Ende. Nee. Kira, wir haben das vorhin ausprobiert. Oxide, also egal welches Eis du in einem warmen Raum reinschmeißt, es geht dir kaputt. Es löst sich im Rohr auf. Also wenn wir das jetzt einfach so einschmeißen würden, dann hätten wir einfach nur ein langes Förderband bauen müssen und das unten trennen können. Hätten wir viel mehr Platz auch am Ende des Tages. Geht aber nicht. Es löst sich auf. Wir haben Oxide in Förderband reingeschmissen. Es kam tatsächlich nirgendwo mehr an. Das ist dann weg gewesen. Das haben wir zugucken können, wie es sich aufgelöst hat. Weil wenn wir das so trennen, würde ja das Oxide hier durchwandern. Okay. Ist gerade Action draußen. Okay.
Na gut. Aber ich glaube, da an die Stelle gehen wir beim nächsten Mal nochmal ran. Die Idee gefällt mir hier ganz gut, aber ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen verfeinern. Da machen wir uns mal Gedanken drüber, wie wir das am nächsten Mal machen wollen. Beziehungsweise ihr habt ja schon Gedanken, aber ich kann das tatsächlich ganz gut ausprobieren dann. Wenn ich mich einfach mal mir einen Gürtel reinschmeiße. Die Feuerwehr, keine Ahnung, könnte auch Polizei sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal! Partywert! Treffpunkt Greenhouse? Ja, aber die Luftschleuse funktioniert noch immer nicht. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal. Jetzt will ich auch drauf kommen, dass das Stromkabel, was da reinführt, was außen kommt, anscheinend keinen Strom wirklich führt. Zumindest nicht so viel, dass es die Ersatzstromversorgung mit Strom versorgen kann. Okay. Sag mal, was ist denn hier hinten? Warum gibt denn das? Das ist doch... Ich meine, die Temperatur sinkt, aber sie sinkt halt unfassbar langsam dafür, dass nichts hier läuft. Ich check's halt nicht, Pazi. Heute war kein produktiver Streamzweck. Ne, für mich schon. Ich habe heute viel gelernt. Ich verstehe das auch nicht, warum hier Hitze ist, obwohl keine Hitze sein kann. Vielleicht tauschen wir hier mal mit isolierten Rohren aus. Ja, wir sollten aber die ganze Rohrleitung hier vielleicht isolieren. Also alle Rohre. Ist, weil wir die Türen jetzt offen haben, aber jetzt, wie ich gerade reinkommen bin, war hier Vakuum. War nichts. Ja, ich glaube eher, dass es sich aufheizt, immer so pulsweise. Ich glaube, wir sollten wirklich, Pazzi, ich glaube, wir sollten hier die komplette Rohrleitung, die hier lang läuft, komplett isolieren, so wie sie ist. Ja. Das ist, ich glaube, das wäre ein sehr, sehr cooler Plan, wenn wir das umsetzen könnten beim nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir dann diese Temperatur in den Griff. Ja, ich habe heute, ich kann das Pazzi das ja tatsächlich mal zeigen kurz. Ich meine, du hast es im Stream ja schon gesehen. Mhm. Aber, ja, ansonsten hier unseren Silo-Raum. Also die Hälfte davon, die andere Hälfte kommt dann da hinten noch. Warum auch immer das hier nicht funktioniert hat bei mir. Ich frage mich bis heute. Das hat hier nicht funktioniert. Ich konnte es nicht schweißen. Aber das ist ein schönes Bild gerade. Steht der Ofen an der Wand? Ja, nur so indirekt. Also direkt in der Wand nicht. Ja, ich kann das nicht schweißen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich auch nicht. Ich glaube, ich reiße das nochmal ab und baue es neu. Aber das machen wir nicht jetzt. Ja. Genau, ansonsten, wir waren... hier hinten geht es jetzt quasi in diesen neuen Verteilungsraum, der quasi Code Blue ermöglicht, von außerhalb der Base seine Gürtel einfach reinzuschmeißen. Aber da bin ich halt echt noch gar nicht weit, ne? Pazzi? Ja. Bist du? Bist du schon vor mir? Nee. Ups. Wo bist denn du? Ach da. Hier ist das Loch. Ja, hier hinten ist der Rohrleitungssystem. Also es soll ja am Ende nur noch eine Rohrleitung werden, die ins, die abgedeckt ist. Also kann man hochschauen, da kommt ein Glasfenster hin. Man könnte da reingucken, aber es ist halt ein Vakuum drin. Hier oben? Genau, und hier vorne geht es zum Außenbereich der Base und da wird Code Blue am Ende seine Ressourcen eingeben und die kommen dann durch diese Wand durch. Okay. Und werden dann hier in diesen Teilen aufbereitet und dann werden sie vereinzelt und kommen sie dann hinter, langsam hinter. So ist der Plan, aber wie das dann am Ende des Tages aussieht, ich weiß es dann tatsächlich noch nicht. Das ist halt eine spannende Geschichte eigentlich, ne? Weil ich das auch noch nie gemacht habe. Ich finde aber die Idee sau cool, dass du einfach nur noch deinen Rucksack mit all deinen Bells, die da drinnen liegen, einfach da reinschmeißt und am Schluss kriegst du alles in Stückchen wieder raus. Ohne die Erze, die du halt drin hast. Dann hast du dieses elende Entladen halt auch nicht mehr. Beziehungsweise, du schmeißt eigentlich nur noch deine, deine Sachen auf den Boden und dann hat sich das damit auch wird dann eingesaugt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Das ist Sicht, also, ja, 15 Grad hier vorne ist okay. So, ich kann ja auch... Bist du schon oben, ja, ne? Pazzi? Yep. Ja. Ja, yep. Ich bin oben. Ich komm, bin gleich hinter dir. Die Schleuse funktioniert. Ja, aber die Luftschleusen unten, die Luftschleusentüren funktionieren nicht.
Vielleicht müssen wir die anderen. Ja, jetzt vielleicht nur andere Türen, keine Ahnung, aber es kann ja nicht sein, dass das wegen die Tür nicht funktioniert. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und auf jeden Fall der Eingang von Code Blue ist genau unter uns. Da unten. Da sieht man. Ja, Zwerg, siehst du das auch? Was denn? Irgendwas stimmt mit Code Blue nicht. Er hat sich hingelegt. Okay, bei mir liegt er nicht. Bei mir sitzt er da oben an der Decke. Der fliegende Blue im Schlafmodus. Es sieht eher aus, wie wenn er gerade von irgendeinem Dämonen besessen wäre. Ne, bei mir ist er ganz friedlich eigentlich. Nee, ja? Man mag es gar nicht glauben, so wie er da liegt. Ja? Schau, wie er schläft. Ach, herrlich. Da oben wäre ein Eingang, der nicht durchs Gewächshaus geht, sinnvoll. Ja, das hat sich ja bisher so ergeben, dass wir da hinten einfach einen Zusatzeingang haben. Das war ja eigentlich nicht so geplant. Den Ausgang haben wir ja nur gebaut, weil man halt schnell gebraucht haben und dann hat sich der eingebürgert. Dass der nicht ganz so sinnvoll ist, sehe ich schon ein, ja. Aber ich finde den Teil, also ich finde unser Gewächshaus bis jetzt schon ganz hübsch eigentlich. Also es macht eigentlich einen ganz netten Eindruck. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat, aber mir gefällt das. Ich mag unser Gewächshaus. Ich bin definitiv sehr pro Gewächshaus eingestellt. Wir haben auch Wasser hier mittlerweile drauf auf 20 Grad. Super solide. Also kannst du nicht meckern. Wie sind das vom Sauerstoff hier drin? Ja, so ein bisschen Restzeug ist noch drin, aber ansonsten 98% CO2. Also auch das steigert sich immer weiter. 161 Mol. Okay, Party. Gut, du warst heute an der Luftschleuse unterwegs. Ja, dafür, dass ich eigentlich das Kraftwerk fertig machen wollte und dann ein Zwerg kam und sagte, du, die Eingangstür wäre sehr cool, wenn du das machen würdest. Ich das versucht habe zu machen und nachher das Spiel gesagt hat, nö, heute nicht. Ja, vielleicht ist es auch wirklich einfach heute exklusiv, dass heute halt keine Luftschleusensteuerungssaison haben. Ja, aber das Problem ist, warum funktionieren alle? Ich verstehe es einfach nicht, das ist mein Problem. Ich verstehe es nicht, aber er tut den Druck senken, geht runter auf 4 Kilopascal und dann bleibt er stehen. Und dann macht er nichts mehr weiter. Und dann auf 4? Bleibt er im... Ja. Ich habe auch eben schon versucht, dass ich es eben anpasse, weil Gassensor und alles zeigt dann 4 Kilopascal. Man dachte, okay, dann stell ich halt um auf 4 Kilopascal. Meine Güte, vielleicht funktioniert auch keine Chance. Dann geht er rauf auf 6 Kilopascal. Und dann habe ich auf 6 Kilopascal eingestellt und dann geht und dann immer so weiter und so fort. Und er macht es einfach nicht drauf. Vielleicht mag er es einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Auf 0 war ich auch schon unten, also von dem her ist es auch egal. Ich minus 2. Also, nee, aber ich auch schon dachte, da geht auf null rum. Bei sowas tu da gar nicht lang rum, sagt, das geht heute einfach nicht. Und lass es einfach gehen. Pazzi, mach dich da nicht kirre für was nicht geht. Ja, aber es regt halt auf, wenn man nicht weiß, warum es nicht funktioniert. Wenn es die ganze Zeit funktioniert, bei jeder Tür. Hä, wieso gehen die Konsolen aus? Welche? Bekommen wir irgendwie mit, wenn es neue Quote gibt? Eigentlich nicht. Die muss man rausfinden. Aber wenn coole dabei sind, die im Discord gemeldet sind, dann wird irgendwann einer der Mods hergehen und sagen, okay, die baue ich ein. Ja. Ja, meine Lieben. Nichtsdestotrotz war heute ein wunderschöner Stream. Allerdings... Es hat Spaß gemacht und ich fand es eigentlich echt cool, dass Pazzi halt heute hat Pazzi mal seinen Frusttag gehabt. Ich glaube, das hat jeder in Stationeers irgendwann mal. Ja, heute ist echt frustrierend, es ist echt... Weil ich habe mir ja nachher schon gedacht, ich pfeife drauf, ich mache jetzt das die Solaranlage fertig. Und dann bin ich wieder bei der Luftschleuse gestanden, wie ich rausgehen möchte und denke, nein, das geht nicht, ich muss jetzt versuchen, das fertig zu bekommen. Und hab's bis jetzt nicht geschafft, keine Ahnung, ich habe den Fehler nicht gefunden.
Ja. Ich habe gerade festgestellt, was mich da irrsinnig gerade triggert und irrsinnig nervt, was ich das nächste Mal ändern werde. Wir haben ja andere Lichtleisten. Mhm. Ich hätte gern die langen, ich finde, die machen sich auf den Verbundverkleidung viel schöner. Passen sich viel besser. Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Du, wenn du sowas hast, was dir besser gefällt, haus raus und bau neue ein. Habe ich jetzt keine Probleme mit. Aber welches Licht hier drin ist, ich meine, die machen sich auch von Abstand her irgendwie schön. Ne? Also kannst du ja, komplett rausreißen, wenn du halt magst. War das mit den kleinen Spots da in der Mitte, weil das passt eben wunderbar rein, sieht gut aus. Sag mal, sind die angeschlossen? Ne, die sind glaube ich ausgeschalten, weil wir ja Stromprobleme hatten. Ich krieg sie nicht an. Ah! Jetzt! Ich will Licht. Wenigstens ein bisschen. Die Breiten können ja ausgehen. So. Aber dann haben wir hier wenigstens so eine Art Grundbeleuchtung. Ich finde das irgendwie nett. Wenn das hier so ein bisschen beleuchtet ist in alle Richtungen. Sonst ist es so dunkel. Patsy hat bestimmt den Schlüssel im Schloss abgerissen. Bitte was? Ich bin... Wer war das jetzt da? Okay, den Namen kann ich nicht aussprechen. Oknejechen. Ich bin Oknejechen, der hat sich einen Schlüssel abgebrochen. Kann man das richtig vorstellen? Scheiße, Schlüssel abgebrochen, verdammter Mist! Ich krieg die Schleuse nicht mehr auf, die steht immer plus 2. Oh, herrlich. Verzeihung, meine Lieben. Gehen wir eine Klasse Moinsen. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie Patsy an der Schleuse steht, mit dem Schlüssel reingeht, ja, einen Klick macht und dann ist so, oh, scheiße. Deswegen ging die Tür vorher nicht mehr auf. Jetzt verstehe ich's, warum wir die erst abreißen mussten. Der Schlüsseldienst. Ja, Konste, also die Liste wird immer länger. Das Problem ist, wenn die Liste weitergeht, hat Zwerg bald keine Zuseher, weil wir alle perma gebannt worden sind. Auch wenn ein neuer reinkommt, perma bannt. Du. Da hatten wir auch schon Probleme. Ja, das kann Kofferklopper, das kann natürlich sein. Das kann echt passieren, dass da irgendwo ein Problem drin ist und wir kriegen es einfach nicht raus und wissen nicht warum. Ey, es ist alles möglich hier. Die linken Lampen gegen Wachstumslampen austauschen. Ja, das müssen wir mal schauen. Ich geh mal raus aus dem Spiel, weil das frustriert mich gerade zu sehr, wenn ich da jedes Mal runtergucke und blöd denke. Ich geh auch raus, dann fahren wir den Server gleich mal in aller Ruhe runter. Cause